Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Deliver Us the Moon. Wir sind angekommen auf der Space Station und müssen jetzt ja dem Ganzen auf den Grund gehen, um die Menschheit zu retten. Ich würde sagen, wir machen doch einfach mal weiter, ne? Oh Gott, oh Gott, oh je, da kommt wieder was. Bisschen runter, noch ein bisschen runter. So, jetzt. Genau, flieg du mal hin. So dass ich ein bisschen den Überblick habe. Einfach mal Gas nach vorne. So. Noch ein bisschen hoch. Oder? Ah ne, der fliegt tatsächlich so drauf zu. Okay, dann muss ich ja nur hier hin. So, und dann schau dir das mal an, wie schön das war. Und schon gelandet. Ich hoffe, der landet jetzt nicht genau so, wie ich gezielt habe, weil sonst war es ein kurzer Aufenthalt. Aber er scheint das wohl angepasst zu haben. Oh, was ist jetzt los? Pearson System. MPT-Net. Ja. Hier, guck mal nochmal hier das schöne Bild. Ich feiere das ja immer noch. ansonsten haben wir hier noch ein Bild eines Astronauten. One day I will do the same. Ja, eines Tages werde ich dasselbe tun. Den Mond betreten. Ansonsten hier haben wir MPT Network Offline, Life Support Offline und Station Power Very Low. Das ist alles nicht so gut. Da haben wir auch nochmal ein Bild von der Erde und dem Mond. Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal auf die Space Station. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt guck er mal an. Ah, ist das schön, ne? Ah, Weltraum ist schon was Tolles. Okay, wir sind jetzt hier beim Airlock. Erstmal hier Open Oxygen Depleting. Ich weiß leider nicht, was das heißt. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt in Zeit die Life Support, also den Life Support wieder einschalten. Schauen wir mal. Hallo? Hier muss ich gar nicht rein, oder? Aber da ist doch was. Guck mal. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so relevant. Wir müssen mal schauen, wie kriegen wir denn jetzt eine Leitung. Ach, hier ist auch noch was. Guck mal. Da ist irgendwas. Und das kombiniere ich wahrscheinlich mit irgendwas. Und dann funktioniert alles wieder. Hier ist nichts. Wow. Aber dass das sich so schnell dreht, ne? So. Ja. Da verliert man so ein bisschen den Überblick. Warte mal, hier, glaube ich, war das. Hier rein. Und müssen wir das jetzt irgendwie hier platzieren oder so? Ah ja, tatsächlich. Und ich glaube, nee, wir haben den immer noch nicht. Ach, jetzt komme ich hier weiter. Ein bisschen Oxygen. Life Support Systems. Ah, hier, F. Und jetzt Reboot. Not enough power to reboot Life Support. Ja, das freut mich. Das ist nicht gut. Vielleicht müssen wir irgendwo jetzt erst Power anmachen oder sowas. Oh, das ist so kompliziert, hier rumzufliegen. Central Hub, okay. Hier ist so eine Energiezelle oder was das darstellt. Okay, Hauptsache den Schrank aufgemacht. Wo muss das jetzt hin? Schauen wir mal. Oh, das ist
Da wird er fast schwindelig. Ach, hier wahrscheinlich muss das rein, oder? Hier. Und zack. Ist jetzt genug Power da, oder? Nicht so? Not enough Power, verdammt. Okay, damit haben wir hier jetzt... Ach, warte mal, da hinten ist auch noch jede Menge Mist. Lalala. Gleiten wir ganz cool darüber. Oh mein Gott, das bringt ganz viel Zeit. Oh scheiße, das geht nicht weiter als 3 Minuten, das war's. Ah. So, passt jetzt erstmal. Ist jetzt mal egal, ich habe das jetzt ein bisschen rausgeworfen, aber ey. Interact? Ach, ach verdammt! Ich wollte das gar nicht einsammeln. Ich weiß jetzt nicht so genau, was ich hier machen muss. Ehrlich gesagt. Ist ein bisschen... ey, diese Schräglage, ne? Ach, hier ist Rollen. Okay. Keine Ahnung. Ich war ja hier. Hab das da reingemacht. Aber... Warte mal, was ist das? Ja, aber da komme ich gar nicht rein. Ich bin hier gerade etwas überfragt. Warte mal, hier geht was rüber. Ein Kabel. Wie, warte, Taschenlampe. Das Kabel geht hier hin. Ach so. Ah, ich glaube, wir müssen... das hier nehmen. Das geht nicht zu, weil wir das innen reingemacht haben. Was bedeutet, das kann nicht zugehen. Dann muss das hier rein. Und dann müssen wir das hier... das hier... da rein. Und dann ist das Ding nämlich wieder mit Energie und dann können wir das neu starten. So. Life Support System Reboot required. Sehr gut, da ist der Life Support wieder da und wir haben wieder Luft. Yay! Und jetzt haben wir SS Station Power Inside the Control Center in Libra Wing. Okay, jetzt müssen wir irgendwo lang. Ich weiß noch nicht so ganz wo. Wahrscheinlich auf der Seite, weil ich jetzt auf die Seite hier gehe. Ich gehe prinzipiell immer erst auf die falsche Seite. Oder vielleicht passt es sogar, aber hier ist dicht, also da komme ich nicht rein. Aber wir können da reingucken. Okay. Ja, warte mal, hier ist ein Schrank. Oh, hallo? Jetzt, Inspect, Internal Mail. To Copernicus Moonab. Issued for Space Elevator Drop 788847 ASE Parts. Okay. Aber er lässt jetzt eh nicht viel machen, deswegen konnten wir das auch nur angucken. Vielleicht hat er sich den Code gemerkt. Ich hoffe es zumindest, weil ich nicht. Ach, warte mal, hier ist aufgegangen, ne? Oh Gott, ich im Weltraum, ey. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Hier ist, kommt Blabla gleich. Moment. Das ist Blabla. Da geht es irgendwo lang. Da komme ich her. Also Blabla. Copy control. We're all set. Ready for descent. The MPT network is still down, so expect the lights to go out as you descend towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you. We hear you, Control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, Control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descent in 3, 2, 1. Descent engaged. Okay, es geht auch noch ein bisschen über die Zeit. Aber da scheint wohl was gehörig schief gegangen zu sein. Was ist hier? Pearson Space Station. Okay, den Knopf kann ich... Ah, ey, sag mal. Oh, gerade. Dankeschön. Ey, da ist ein Scan. Das haben wir beim Vorbeigleiten, haben wir es gescannt. Pearson Space Elevator. Ja, auf dem Mond, ne? Ist das...
Der Pearson's Base Aufzug, Improved Logistics of Getting People and Supplies, wurde entwickelt für die Logistik und um Leute und natürlich auch Unterstützungsmaterialien, ja, Supplies halt, ne, also Zeug und Menschen auf den Moon, also auf den Mond zu bringen und wieder zurück. Wenn der, also als 2054 der Blackout aufgetreten ist, sind die Station-Crew-Members, also Crewmitglieder Sarah Baker und Rolf Robertson, wurden mit dem Aufzug runtergeschickt, zum, ja, um den herauszufinden, was den Blackout verursacht hat. Und wegen des, ja, der Station ihr Notfallplan war ihre Zeit sehr eingeschränkt. Ja, so würde ich das jetzt übersetzen ungefähr. Jetzt können wir mal hier weiter gucken. Da ist nichts. Das hier ist der Space Elevator, glaube ich. Den müssen wir wahrscheinlich bepowern, damit wir auf den Mond kommen. Und wir gleiten hier sanft durch das Gebäude. Ach, warte mal, hier ist irgendwas. Nee, das kann ich nicht anklicken. Ich kann hier nichts anklicken. Es geht nicht. Also, hier geht nichts, da geht nichts. Ach, warte mal, da oben blinkt irgendwas. Ah, nee, das hat nicht geblinkt, das leuchtet einfach nur. Das sah nur so aus. Ach, hier geht's auch raus. Aber ich glaube, hier kommen wir... Nee, warte mal. Kommen wir hierher? Ey, aua. Ne, wir kamen von der Seite, wo der Schalter war, ne? Dementsprechend sind wir hier neu. Gucken wir mal, was hier so los ist. Das bringt alles nichts, braucht man nicht. Da ist irgendwas. Achso, das zeigt nur wieder die Dingens an. Und mehr ist in diese Richtung auch nicht. Verdammt. Gut, also in die andere Richtung. La, 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 la. Ey, guck mal, wie schön wir hier entlang driften. Okay, das funktioniert jetzt doch nicht so gut wie gedacht. Verdammt. Hey, hier ist ein Hebel. Ach so, da war offen. Okay, ach, da müssen wir jetzt alle Fenster schließen, oder was? Verdammt. Na gut. Lalala. Dann machen wir das. Ich glaube, das Schlimmste... Achso, der ist schon zu. Das Schlimmste wäre, so in meinen Augen, glaube ich, die Stille im Weltall. Also, es ist ja schon mega still. Und natürlich, kein PC am Start. hier kamen wir, glaube ich, her, ne? Oder? Ne, ich bin mir gerade selber gar nicht sicher. Machen wir hier noch zu. Und ich weiß nicht, ob jetzt alle zu sind. Aber hier ging es auf jeden Fall noch durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Weg zurück ist. Aber ich glaube nicht. Das war so ein Kopf anschlagen, weil es beim durch gleiten einfach. Moment. Jetzt muss ich hier selber erstmal gucken. Wo sind wir denn hier? Was ist hier? Was ist hier los? Hm? Oh, da kommt wieder ein Blabla-Stelle. Was haben wir hier? Das ist nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Sag mal. Was ist denn mit dir los? Okay, hier ist auch nichts. Komme ich denn da durch die Tür durch oder eher nicht so? Es hat funktioniert. Hier geht's auch noch rein. Ah, bevor ich jetzt darüber gehe. Ach, guck mal, hier ist wieder ein Moonman. First Contact. Erster Kontakt. Der Astronaut. Was? Docks into. Warte mal, machen wir so. Docks into a rundown space station on his way to the moon. Also, der Astronaut kommt an auf einer Space Station.
auf dem Weg zum Mond. In dieser Station entdeckt er Hinweise auf einen alten Freund. They may still be alive on the moon. Überzeugt davon, dass sie auf dem Mond immer noch leben, verdoppelt er seine Anstrengungen, den Space Elevator, also den Aufzug, im Wettlauf mit der Zeit zu reaktivieren. Was haben wir denn noch hier? Ist hier noch irgendwas? Da ist doch bestimmt. Look. Ach du meine Fresse, sieht das cool aus. Och, wie cool. Das finde ich geil. Was haben wir hier noch? Noch was zum Scannen, wa? Und dann haben wir den Kyro-Schlafmaschine. Die Kyro-Schlafmaschine. Ach Gott, das ist jetzt wieder... als der Kyro-Schlafgenerator, der in der Research, in der Erforschung der Jurgens Facility, ja, keine Ahnung, als der Kyro-Schlafgenerator in dem Gebäude der Jurgens Forschung den Geist aufgegeben hat in 2048, Maria's Search for Answers Letter, Marias Suche nach Antworten führten sie dazu, was von der Maschine übrig ist, zu untersuchen? Oder so? Unable to determine the exact cause. Nicht in der Lage, die exakte Ursache auf dieser Fehlfunktion zu entdecken, hat sie dieses Fragment, also das Ding, zu der Pier Space Station gebracht, um es für einen Rat von Rolf Robertson sozusagen. Ach verdammt. Ja, ist schön, ne? Und da geht der Text gleich weiter. Verdammt. Yo, dear Mr. Robertson. Ich bin einer von den wenigen Überlebenden der Jugends Kyroschlaf-Dysfunktion. Ne? Fehlfunktion. Ich bin vor kurzem. Ich bin vor kurzem auf ein Fragment dieser Kyroschlaftechnik gestoßen. Und ich habe gehofft, dass du es untersuchen könntest. Also is there any way I can. So ist da eine Möglichkeit. Was? My ASE to project holographic data from the day. Ist es möglich, mit meiner ASE-Einheit eine holographische Projektion dieser Tage, beziehungsweise der Daten dieser Tage zu bekommen? I want to find out. Ich würde gerne herausfinden, was wirklich passiert ist an diesem Gebäude. Maria Gonzalez. Dann, liebe Mrs. Gonzalez, ich habe das Generatorfragment, das du mir geschickt hast, untersucht. Aber ich kann nichts Relevantes finden, also nichts Genaues finden. As for holographic is unfortunately location based. Holographische Dateien sind unglücklicherweise nur dort abrufbar. So würde ich es jetzt sagen. Holograms can only be projected where they. Achso, ja, Hologramme können nur dort projiziert werden, wo sie aufgenommen wurden. Wenn der Mond Rat Everclear's access to users. Also wenn die wieder erlauben, dass du dieses Gebäude betrittst, glaube ich, ist es das Beste, deine ASE-Einheit mitzubringen und die holographische Dateien dort auszulesen. Rolf Robertson Pearson Station Mechanic. Ach verdammt, schon wieder Escape gedrückt.